Ich meine, Mist. Warte. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Ich würde sagen, wir zeigen jetzt mal Sanctuary die ganze Stadt und dann war's das für heute, oder? Ja. Okay. Passt von der Zeit auch ganz gut. Ja, gut, dann gehen wir erstmal nach Scooter, zu Scooter. Oh, Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Catch a ride! Eben kriegst du mich nicht, falls du mich töten wolltest. Die Logik ist auch immer schön. Wenn mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Ha! Du bist kein Hyperion-Roboter. Du bist ein Kammerjäger. Das ist sowas wie ein Einhorn. Aber falls er Roboter haben will. Übrigens seht ihr jetzt rechts bei mir im Visier auch Scooters Gesicht. Also da, wo ich hingucke, das seht ihr auch im Visier. Finde ich auch cool gemacht. Bei meiner Sniper gerade nicht, da sehe ich nur so ein grünes Logo. Also. Aber allgemein bei den Scope-Waffen, da hat man halt häufiger so eine Mini-Anzeige. Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? Ja. Ich habe gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Danke, Iridium ist... Wie kann man das erklären? Das ist ein Rohstoff? Eigentlich wurde es schon im Intro erklärt, wenn ich dir da mal ins Wort fallen darf. Ja, aber trotzdem. Okay. Also, wofür man das braucht, ist hauptsächlich... Genau, das meine ich ja. Ach so. Gut, warte. Entschuldigung. Weshalb ich dir das Ritrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Einfach so. Ja, Earl kann man auch aus Teil 1. Das war auch dieser Verrückte, der immer hinter der Tür war. Und ich wollte sagen, dass Iridium eigentlich so wie Geld für uns ist, weil damit kann man sich Upgrades kaufen und Upgrades der Waffen, Munition und so weiter und auch da einen Rucksack. Denkst du, also ne? Für Kenner des ersten Teils die SDUs, also Storage Deck Upgrade, um die Abkürzung mal nicht zu verwenden, die man sich für Geld kaufen konnte, wurden hier durch die Iridium-Variante versetzt. Das hat den Vorteil, dass man nicht mehr das Geld dafür verwenden muss, aber es hat auch den Nachteil, bei Borderlands 1 war es ja so, dass man, ich sag mal, sich kein Upgrade holen musste und dann holt man sich das Beste für Pistolen oder so und dann ist man gleich auf dem Stand für den Besten von Pistolen und hier kann man es nur Stufe für Stufe steigern. Ja, das war doch das, was ich gesagt habe, nur ausführlicher. Wollt das nur nochmal ein bisschen. Ja, so, jetzt gehen wir mal nach Dr. Z, den kennt ihr auch schon, wenn ihr... Jawohl. Ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen. noch nicht mit ihm sprechen, oder? Erstmal weiter. Nee, jetzt können wir eh noch nichts mit ihm machen. Ja. Los. Gut, dann mal zum nächsten. Hier noch nicht. Banditen von Sanctuary, wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. So, jetzt sind wir bei Guns. Wer kann denn nur sein? Ihr werdet sehen. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch! Der ist so eiskalt, der Kerl. Oh ja, oh, da haben wir gleich einen besonderen NPC. Soll ich ihn ansprechen? Wo denn?
Also das hier ist Michael Mamarill. Immer wenn man ihn anspricht, gibt er einem eine gute Waffe. Ah, Leuchter, das wärst du. Nein. Ja, ich nehm die wohl. Ja, nimm ruhig. Ich bin später wieder in also, vielleicht hab ich das war jetzt Glück. Dazu kann ich ja mal ein paar Takte sagen. Also der spawnt ja, sag ruhig, zufällig sag an, also er kann an 10 verschiedenen Stellen in Sanctuary spawnen. Tut es aber nicht immer. Das heißt, also es wird jedes Mal, wenn man neu nach Sanctuary kommt, könnte er irgendwo auftauchen. Und ja, immer wenn man ihn anspricht, gibt er halt einem eine gute Waffe. Das war jetzt gerade in Anführungszeichen schon Pech, weil oft sind da auch lilane Waffen dabei und die kriegt man halt einfach nur. Oder jetzt ein Guard-Mod oder ein Class-Mod. Jetzt fragt man sich, warum das Ganze. Und zwar ist Michael Mamarill, ein originaler Name, den Typs gab es wirklich. Das ist ein Fan von Borderlands 1 gewesen, aber leider ist er an Krebs erkrankt und ist auch gestorben. Und sein Kumpel oder sein Cousin hat Borderlands gefragt, also Gearbox, ob sie nicht eine Tonspur, eine Clap-Clap-Tonspur für ihn aufnehmen können. Das haben sie dann gemacht und zusätzlich haben sie noch diese Figur hier eingebaut. Und ja, wenn man den anspricht, bekommt man Achievement Tribute to a Vault Hunter, heißt das. Dann, ja, kriegt man halt ein Achievement. Oder? Habe ich was vergessen? Nö, das müsste eigentlich alles gewesen sein. Ja, das und ist es Michael Mamarill eigentlich. Ja, und er taucht halt öfter, also es ist nicht so, man hat ihn einmal getroffen, man hat einmal was bekommen, er taucht nie wieder auf. Nein, er taucht öfter auf. Also man kann einen Tag damit zubringen, einfach nur Gegenstände von ihm zu farmen, wenn man denn die Lust dazu hat. Okay, genau. Ich brauchte ja sehr lange am Anfang, um ihn zu finden. Aber okay. Das war jetzt echt Glück. Ja, gehen wir zum nächsten. Es kommen später auch noch mehr Leute hier hin. Wir nehmen erstmal die hier jetzt hier sind. Ich würde sagen, die Quest machen wir auch erst dann später. Ja. Das hier ist übrigens der Schwarzmarkt, da kommen wir ja trotzdem einmal kurz. Ja, hier ist Earl, den sieht man jetzt aber nicht so gut, weil man hier später einkaufen kann. Ja. Und da ist Moxie. Kennst du diejenigen, die die DLCs gespielt haben aus Teil 1? Ich kannte sie nicht, muss ich zugeben. Oh. So, hier kann man... Tippen, Trinkgeld, wenn man zweimal 15.000, aber bei 15.000 kriegt man eine Waffe und bei nochmal 15.000 bekommt man die zweite Waffe und die sind recht gut. Und ja, sonst kann man sie noch, ich kann es euch mal zeigen, ein bisschen ranzoomen und so, wenn ihr versteht, warte. Ah! Wo bist du hin? Da, das ist Moxie. Und davon hab, von der habe ich übrigens ein Cosplay gesehen, was ich vorhin erzählt hatte. Ich auch, ein ja. Ziemlich gutes. Achso, ja. Moxie hat sehr schöne Augen, finde ich. Ja, so. Und daneben ist unser Kumpel Sir Malok. Ja, irgendwie schon so halb unser Vater sein könnte. Ja, echt. Von mechanischen Gegenmaßen. Ja. Jetzt fehlt noch. Ich glaube, was fehlt noch? Hier haben wir ein Klavier. Wir gehen mal jetzt zum letzten Ausrufezeichen. Wo führt das denn nochmal hin? Also eins haben wir. Ja, Bounty Board. Ja, hier ist noch ein schwarzes Brett, genau. Das machen wir auch dann in der nächsten Aufnahme. Und sonst, ach genau, wir waren noch nicht Moxie fertig. Wir wollen noch eben die Automaten zeigen. Ach so, ja, genau. Das hab ich ganz vergessen. Nochmal gesagt, man kann ja noch mal kurz bei der Goldenen Truhe vorbeischauen. Aber man kann nämlich noch im Spiel spielen. Ein Spiel spielen, was süchtig macht. Oh also, ja. Hier. Suchception quasi. Es ja. Gibt einarmige Banditen. Und was kann man damit machen? Genau, spielen. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Spiel spielt, weglaufen, wenn Granaten kommen. Und macht es möglichst am Anfang, weil je höher euer Level ist, desto mehr kostet es pro Runde zu spielen. Ich meine, man kann über lange Zeit wirklich relativ günstig spielen, weil die Waffen, die man bekommt, haben in etwa immer den Wert, den man als Einsatz gibt. Also geht ja ganz gut. Man muss da halt hin und her zum Automaten, um alles zu verkaufen, aber geht. Aber um Iridium zu bekommen, ist das hier zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit. Guck mal hier, was ich gekriegt habe. Gerade ruckelt es bei mir. Micromancer. Ah, so. Wie spricht man denn nicht aus auf Englisch oder auf Deutsch? Ah, ich würde einfach Micromancer machen. Okay. Also das ist, finde ich, das Plausibelste. Ja. Oh, da haben wir schon eine schöne Pistole gefunden. Also gerade am Anfang ist es eigentlich sehr cool, was hier so teilweise an Waffen rumkommt. Wenn man Glück hat, kommen auch blaue oder lila Gegenstände. Guck, was ich hier gekriegt habe. Oh. Die möchte ich haben. Eine Sniper? Also, ja. Die ist von Anfang echt gut. Obwohl meine... Ach, die andere ist ja eigentlich besser. Aber nee. Aber die hier hat Feuer. Ja. Aber wie man auch eben gesehen hat, Feuerstoß während des Zooms, was bei einer Sniper nicht unbedingt das Optimalste ist. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe es gerade gemacht, genau als du es gesagt hast. Und das mag ich überhaupt nicht bei Snipern, deswegen nehme ich wieder meine andere und verkaufe die.
Ja, und zu den letzten wollen wir jetzt noch ins Hauptquartier? Kommen wir noch nicht rein. Erst später. Da kommen wir rein, wenn wir den Plan B gemacht haben. Okay, ich möchte mir vorher noch eben den, die Links zeigen, wo man seinen Skin verändern kann. Ach so, ja. Und ich gehe derweil mal zur goldenen Truhe. Oh, das mache ich jetzt so. Ich mache jetzt einfach mal eine goldene Truhe auf. Oh, ach ja, gut, du hast ja ein paar Schlüssel mehr. Ich habe 6 Schlüssel, wie man jetzt hier sieht. Rechts. Und ich mache jetzt einfach mal eine goldene Truhe auf. Ich bin nicht geizig. Und ihr werdet sehen, was da rauskommt. Ich bin gespannt. Aber warte mal. Vorher muss ich ihn verkaufen, weil ich voll bin. Schon wieder voll. Ach, Mensch. Eben meinen Skin angucken. Ich habe einen Skin gekriegt. Der ist eigentlich noch... Versuch mich zu beklauen. Wirst schon sehen. Süßholzpeitsche. Also, ich glaube, die wirklich guten Skins, das dauert, glaube ich, erst eine Weile, bis man die hat. Also jetzt gibt es noch nicht so viele, die, obwohl der hier... Was? Ah, von der Hafe aber eigentlich ganz cool. Ach, wechseln wir mal. Kostet ja nix. So, jetzt öffne ich mal die Truhe. Ich hoffe, da ist was Gescheites drin. So. Also, es wird. Ich schätze, es wird lila sein. Und los. Kriegst du einen Granatenmod. Ja, und los. Oh, sogar zwei Sachen. Oh. Mal gucken. Okay. Darf ich dann die andere nehmen? Wenn du die auch benutzt. Natürlich. Mag ich ja. Okay. Ja, und eigentlich sollte man diese Schlüssel viel später verwenden, weil. Es sei denn, man hat mehrere, so wie ich jetzt. Weil es kommen halt richtig gute Waffen. Also wirklich richtig gute. Wenn wir jetzt die haben und jetzt noch leveln, ist die nicht mehr so gut. Wenn wir ja mit Level 30 nehmen, ist die noch sehr, sehr lange gut und brauchbar. Ne? Würde ich nicht sagen. Also wenn man zum Beispiel, also es ist ja wie in Borderlands 1, wenn man es durchgespielt hat, kann man das Spiel nochmal von vorne starten. Ja klar, bis dahin meine ich. Und der Sprung, den die Gegenstände machen, wenn man den zweiten Anlauf startet, das ist ungefähr so groß wie, wenn man bei WoW ein neues Add-on installiert hat. Man tauscht seine lila Gegenstände gegen grüne aus dem Startgebiet ein und so ähnlich ist das hier auch. Und das gilt leider auch meistens für, also muss ich sagen, leider auch für diese Gegenstände teilweise. Ja, das meine ich aber gar nicht. Das neu starten, das meine ich gar nicht. Ich meine im normalen Ablauf. Ach so, ja. Bis man, bis man durch ist. Also wenn man jetzt den zweiten Lauf machen würde und dann Waffe hätte, wird es auch lange dauern. Länger halten. Okay, jetzt gehen wir eben, machen wir eben Plan B fertig. Geht schnell. Wir müssen ja die Treibstoffzellen aufbauen. Oder ja, aufbauen. So. Einsetzen. Genau. Damit das Ding hier. Nolan sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die. Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab!
Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Rolands Haus? Und, ja, gleich. Ja, da, Crimson Raiders. Hauptquartier. Komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Alles klar. Und da drin sehen wir auch eine nette alte Bekannte. Öffne nicht möglich, ne? Ach, muss ich mit ihm reden hier, oder was? Jede Wette. Ja. Jack bist sich in die Hose. Hier, ach, dem in den Schlüssel gegeben, den du jetzt genommen hast. So. Und? Nein, wir müssen erst einmal hochgehen, glaube ich. Da ist sie. Patricia Tennis, kennt man aus Teil 1. Hat es kein Filmchen, hier kommt aber noch. Ich nehme erstmal das hier auf. Mich tun, außer auf Abstand zu bringen. Ja, nochmal. Hey Soldat, eins mit Stern für mich. Zuerst stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Cool gesagt. Übrigens weiß ich jetzt, woher die Stimme kommt von Macromancer. Es gibt eine YouTuberin, die ist Synchronsprecher-Professionelle und die ist das hundertprozentig, habe ich gerade erkannt. Die heißt Strawberry Cake auf YouTube, die singt auch. Ja. Ist relativ bekannt. Ja. Oh, 4 Iridium gefunden. Komm zum Frostbank Canyon oder Leute werden sterben. Oh ja, Firehawk. Diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Schlimmer Gegner. Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Na, der Firehawk, der... Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Ja, also... Unsere Hauptquest ist jetzt den Firehawk zu finden, weil er ja anscheinend Roland in Gewahrsam hat und Roland befreien. Und bevor wir das machen, machen wir aber noch ganz viele Nebenquests, die halt alle anliegen. Die kriegen wir halt von den ganzen Personen, die wir gerade gesehen haben. Und eine ist dazugekommen, und zwar Claptrap hier rechts. Können wir kurz hingehen? Hm? Ich frage mich, wieso das Video jetzt hier bei ihr noch nicht gekommen ist. Das kommt erst später. Das bei Dings genauso. Bei, wo waren wir gerade? Bei Moxie, genau. Oder nicht? Bei Moxie kam noch gar kein Video. Ach, stimmt. Hier ist der Claptrap. Den sprechen wir jetzt mal erstmal nicht an, würde ich sagen. Und ja, das. Sonst noch was wir zeigen müssen hier in Sanctuary? Oh, ich glaube, die Stadt erkunden und so. Also die Quests dann wirklich alle annehmen und so. Das können wir dann beim nächsten Mal. Also, das machen wir dann, würde ich sagen. Genau. Jetzt haben wir da 2 coole Lederwaffen. Lila Waffen. Oh ja, ich muss noch ausrüsten. Ja, echt, ey. Ich hab dich gerade gesehen, dass du die nicht in der Hand hast. Hat er gleich geguckt. Ja. Gut. Haben wir jetzt, dafür haben wir ja 3. Waffenslot. So. Haben wir schon gekriegt? Ja. Ach, wusste ich gar nicht. Und beim Nachladen, ich kann das ja einmal zeigen und. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns hier und sagen bis zum nächsten Part von Borderlands 2. Jo. Tschüss.